Insgesamt sind wir macht- und wehrlos. Das ist einfach absurd. Ich verstehe das überhaupt nicht und auch unsere Mitarbeiter verstehen das in keinster Weise. Die Gemüter an den Kliniken sind erhitzt. Grund: Eine Kategorisierung in 3 Stufen soll in Zukunft entscheiden, wie viele Zuschläge die Notfallambulanzen erhalten. Die sind gestaffelt in Basis-, erweiterte und umfassende Notfallversorgung. Die Einordnung folgt je nach Anzahl und Art der Fachabteilungen, Personal, Betten und technischer Ausstattung. Ein Beschluss, der für viele Kliniken zum Problem wird. In Nürnberg hat es vor allem die Erler-Klinik hart getroffen. Sie könnte ihre Zuschüsse für die Notfallmedizin komplett verlieren. Denn der Fachklinik für Orthopädie und Chirurgie fehlt wegen des Bettenplanes des Krankenhauses eine internistische Abteilung. Wir dürfen keine Fachabteilung für die innere Medizin führen. Das bedeutet, wir werden heute bestraft durch Abschläge, weil wir keine innere Fachabteilung haben, was wir auch nicht dürfen. Die ganzen Jahre wurde gesagt, Spezialisierung ist wichtig. Spezialisierung ist auch für die Qualität wichtig. Wir haben es getan. Wir arbeiten auf einem hohen Niveau mit sehr hohen Zahlen, die Sie auch kennen. Aber wir werden dafür nicht honoriert, sondern wir werden bestraft dafür. Die Folgen der Klinikreform werden vor allem finanzieller Art sein. Und das, obwohl sich die Notaufnahmen an sich schon nicht rentieren. Wir haben jetzt schon ohne diesen Beschluss ein Defizit von rund 1,5 Millionen Euro pro Jahr zu verkraften. Durch diesen neuen Beschluss kommen mindestens 500.000 Euro Abschläge nochmal hinzu. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist eine Herausforderung, die uns gestellt wird, wo wir heute noch nicht wissen, wie wir damit umgehen. Im Klinikum Nürnberg läuten ebenfalls die Alarmglocken. Rund 50.000 Fälle werden hier pro Jahr behandelt. Doch durch die Teilung in Nord- und Südklinikum gelten beide Standorte als einzelne Krankenhäuser. Die könnten dann aber nicht mehr die gesamte Palette an Notfallmedizin abdecken und bekämen weniger Zuschüsse. Die Nürnberger Kliniken hoffen daher auf eine Ausnahmeregelung, die ihnen erlaubt, wie gewohnt weiterzumachen. Es gibt andere Bundesländer, wo zum Beispiel generell alle Krankenhäuser für Notaufnahme trotzdem zugelassen werden, weil sie als Krankenhaus im Krankenhausplan stehen. Und in Bayern ist es schwierig, es gibt noch keine Entscheidung darüber bisher, aber wir glauben eigentlich, dass wir vielleicht doch eine Chance haben, vielleicht noch erhört zu werden. Für die Patienten gilt erstmal aufatmen. Keine der Notaufnahmen soll geschlossen werden. Dennoch wird die neue Regelung für die Kliniken mit Sicherheit schwer. Ob langfristig Personal entlassen werden muss, steht noch nicht fest.